Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade im Urlaub. Ich habe mir drei Bücher in den Urlaub mitgenommen. Zum einen Betriebswirtschaftslehre. Das ist ein journalistisches Buch von einem Journalisten geschrieben mit sehr spitzen, pfiffigen Formulierungen und mit einigen durchaus gut überlegten Argumenten. Das zweite Buch heißt Blenden, Wuchern, Lamentieren als Abkürzung für BWL und ist ein sehr polemisches, sehr spitz geschriebenes Buch, das einen Argumentationsstrang stark auf die Spitze treibt. Die Autoren sind Fachhochschullehrer und wirklich Fokus Lehre. Forschungsaktivitäten der beiden Autoren habe ich nicht feststellen können. Aber sie sind seit Jahr und Tag in der Ausbildung von Betriebswirten beteiligt. Und als letztes Buch Erfolgsfaktor Betriebswirtschaftslehre. Das ist sozusagen der Antwortband auf die ersten beiden Bände. Dort schreiben Autoren von Roland Berger und aus der universitären Betriebswirtschaftslehre, nun ja, was sie auf die Argumente der anderen beiden Bücher zu sagen haben. Das Buch ist sehr sauber recherchiert. Es ist gut abgewogen argumentierend. Es hat einen guten Quellenapparat. Aber bei all der Arbeit, die auf jeden Fall in diesem Buch drinstecken wird, so richtig pfiffig, spritzig geschrieben, so richtig ein Lesegenuss, fürchte ich, wäre die falsche Beschreibung für dieses Buch. In diesen Strang gehört noch ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. Dezember 2018. Eine der Co-Autorinnen von diesem FAZ-Artikel ist auch Co-Autorin von dem Verteidigungsband für die Betriebswirtschaftslehre und die grundsätzliche Argumentationslinie geht in beiden Texten sehr in die gleiche Richtung. Die Bücher beziehen sich nicht direkt eins zu eins aufeinander und ich möchte versuchen, die Debatte, die zwischen diesen zwei Büchern auf der einen, dem Antwortband auf der anderen Seite entstanden ist, zu systematisieren an drei Kritikpunkten, Diskussionspunkten für die aktuelle Betriebswirtschaftslehre. Eine solche Stellungnahme spiegelt immer auch ein wenig die persönliche Position und den persönlichen Hintergrund wider. Deswegen kurz der Standpunkt, auf dem ich nun einmal stehe und von dem aus ich auf diese Debatte schaue. Ich habe Wirtschaftspädagogik und Soziologie studiert, in Soziologie promoviert, hatte meine erste Stelle beim Daimler und bin dann nach einiger Zeit in die Wissenschaft gewechselt, habe bei einem Fraunhofer-Institut gearbeitet und lehre seit 2012 an einer Fachhochschule Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit dem Fokus Personal. Das heißt, ich bin in der Lehre, in anwendungsorientierter Forschung und in der Beratung tätig. Nun also zu den drei Kritikpunkten. Erstens, die aktuelle Betriebswirtschaftslehre fördert eine Gesellschaft, in der kurzfristiger Gewinn das oberste Ziel allen Handels ist. Zweitens, Betriebswirtschaftsstudenten sind erfolgreich, aber das Studium besteht zu einem großen Teil aus dem Auswendiglernen von mehr oder weniger sinnvollen Informationen. Selbstständiges und kritisches Denken wird den Studierenden in diesem Studiengang sicher nicht vermittelt, möglicherweise sogar tendenziell eher abtrainiert. Und drittens, die aktuelle akademische Betriebswirtschaftslehre hat relativ wenig mit der tatsächlichen Praxis in Betrieben, insbesondere in kleineren, in mittelgroßen und in Familienbetrieben zu tun. Schauen wir uns die Dinge im Einzelnen an. Das erste Argument lautet, die aktuelle Betriebswirtschaftslehre fördert eine Gesellschaft, die auf kurzfristigen Gewinn aus ist und alle anderen ethischen, nachhaltigen, langfristigen, menschlichen Überlegungen beiseite schiebt. Und das ist ein starkes, ein großes Argument, insbesondere hier dieses BWL-Buch hat das als Hauptargumentationsstrang. Die Autoren sehen eine Gesellschaft, in der kurzfristiges Gewinnstreben auf Kosten von Ethik, Moral, Vorstellungen von gutem Leben, sogar auf Kosten von Gesetzestreue gilt. Und man muss sich nur einige Dinge vor Augen führen, den Dieselskandal, die Deutsche Bank, die Cum-Ex-Geschäfte,
und wird sehen, ja, einige Phänomene laufen tatsächlich in diese Richtung. Andere Phänomene sind Produkte, die den Inhabern nicht so viel nützen, wie sie nutzen können oder vielleicht sogar schaden. Also beispielsweise langlebige Produkte, die doch nicht so langlebig sind, wie sie sein könnten, weil mehr oder weniger bewusst eingebaute Fehler dafür sorgen, dass schnell ein Ersatzbedarf entsteht. Oder Lebensmittel, die nicht ausreichend deklariert sind und in denen Stoffe verarbeitet sind, die man nicht oder nicht in dieser Menge gerne zu sich nimmt. Oder medizinische Behandlungen, vielleicht auch Operationen, die möglicherweise dem Krankenhaus und der Arztpraxis nützen, nicht aber unbedingt den Patienten. Und aktuell könnte man natürlich auch daran denken, dass die Bundesrepublik Deutschland Masken kaufen musste im Rahmen der Corona-Krise und einige der beteiligten Abgeordneten und Unternehmer vielleicht doch allzu kräftig die Hand dafür aufgehalten haben. Ein bisschen abwägend argumentieren die Autoren dieses Bandes. Ja, natürlich gibt es die Argumentationslinie des Shareholder Values, also der Konzentration der Aktivitäten eines Unternehmens auf ein einziges Ziel, nämlich die Eigentümer glücklich zu machen, den Eigentümern zu dienen. Aber es gibt ja durchaus auch den Stakeholder-Ansatz, das heißt, alle Beteiligten sollen etwas von dem Unternehmen haben, natürlich die Eigentümer, aber auch die Mitarbeiter und auch die Kunden, die Lieferanten, die umgebende Gesellschaft. Und dann gibt es noch den Ansatz des Purpose-Driven Management, bei dem das Ziel, der Sinn eines Unternehmens im Vordergrund steht. Und schließlich aus meiner eigenen Beratungspraxis muss ich sagen, es gibt auch eine Reihe von Managern, die nicht so richtig zu wissen scheinen, was ihr Ziel ist, die zumindest behaupten, kein explizites Ziel zu haben. Und wenn sie denn Ziele nennen, dann sind es zum Teil Ziele, die nicht unbedingt mit der großen Strategie des Unternehmens abgestimmt sind, in denen diese Manager arbeiten. Also in der Praxis mag das Ganze noch eine Runde komplexer sein. Außerdem, so die Verteidiger der Betriebswirtschaftslehre, seien einige der eben genannten Entwicklungen und vergleichbare Entwicklungen eigentlich hauptsächlich das ethische Fehlverhalten Einzelner und kein Problem des Systems insgesamt. Nun, gerade das BWL-Buch zitiert eine ganze Latte von Fehlentwicklungen. So richtig glauben mag man nicht, dass es wirklich nur um einzelne, wenige, versprengte Einzelfälle geht. Ein Vorschlag ist, man möge Ethikvorlesungen in das Curriculum einbauen, Wirtschaftsethik sei notwendig. Irgendwie ist mir sympathischer ein anderer Ansatz, wonach Corporate Social Responsibility auszubauen und als System aufzusetzen ist. Und auf die Art systematisch sichergestellt werden soll, dass zumindest die Leitlinien von außen, Gesetze und Vorschriften eingehalten werden, dass möglicherweise auch Vorschriften, die sich das Unternehmen selbst gibt, eingehalten werden. Das hört sich sehr plausibel und lobenswert an, bis dann die Aussage kommt, dass eine starke Corporate Social Responsibility ja auch mit einem hohen Gewinn der Unternehmen korreliert. Das war aber doch gerade der Punkt. Wir sollen Gutes tun und uns an Gesetze halten, weil es gut ist, Gutes zu tun und weil es das Richtige ist, nicht aber, weil es den Gewinn stärken kann. Mein Eindruck ist, dass die Autoren dieses Sammelbandes sich dann doch nicht so richtig einig sind, welcher Ansatz hier der richtige ist. Einige Textpassagen haben stark den Stakeholder-Value-Ansatz oder gehen auf Purpose-Driven-Management. In anderen Textpassagen liest es sich eher so, als ob Shareholder-Value der Maßstab aller Dinge ist. Nach meinem Eindruck spiegelt diese Mehrstimmigkeit in der Argumentation durchaus das wider, was auch in der Praxis diskutiert wird, aber mit allem Respekt als theoretische Position ist das doch vielleicht ein ganz klein wenig unbefriedigend. Meine eigene Erfahrung aus dem Personalwesen geht ganz stark in Richtung des Stakeholder-Value-Ansatzes oder des Purpose-Driven-Management.
Menschen arbeiten gerne sinnvoll, sie engagieren sich gerne für sinnvolle Aktivitäten. Und alleine die Gewinnmaximierung eines Unternehmens ist nicht unbedingt das, was als sinnvoll erscheint. Natürlich gibt es auch die Söldner, die für gutes Geld so ziemlich alles tun. Aber die große Mehrheit der Beschäftigten, meine Wahrnehmung, möchte doch auch gerne etwas Sinnvolles tun. Für die Personaler, mit denen ich meist zu tun habe, gilt das auf jeden Fall. Nun denke ich aber, wir sollten auch den Einfluss der Betriebswirtschaftslehre auf die Gesellschaft insgesamt nicht überbewerten. Selbst Betriebswirtschaftsstudenten sind ja, bevor sie in das Studium kommen, bereits 20 Jahre anderen Einflüssen ausgesetzt und nach dem Studium sind sie erst recht wieder anderen Einflüssen ausgesetzt, sodass die Betriebswirtschaftslehre meiner bescheidenen Ansicht nach hier vielleicht ein wenig verstärken kann, aber sicherlich nicht der Alleinschuldige für Entwicklungen in welche Richtung auch immer sein kann. Das zweite Argument lautet, Betriebswirtschaftsstudenten sind erfolgreich, aber selbstständiges, kritisches Denken, das wird ihnen im Studium sicherlich nicht beigebracht. Okay, schauen wir uns die Zahlen an. Im Wintersemester 2019-2020 waren genau 508.853 Studierende im Fach Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Volkswirtschaftslehre oder in irgendeinem anderen Fach mit starkem BWL-Bezug eingeschrieben. Und das ist deutlich mehr als Jura, Informatik oder Maschinenbau, die alle auf etwa 100.000 bis 130.000 Studierende kommen. 57% aller Vorstände von DAX 30 Unternehmen und 46% aller Aufsichtsräte von DAX 30 Unternehmen haben Betriebswirtschaftslehre studiert. Das durchschnittliche Einstiegseinkommen von Absolventen der BWL liegt bei 46.500 Euro und Absolventen der Betriebswirtschaftslehre können im Laufe des Berufslebens ihr Einkommen stärker steigern als Absolventen anderer Studienrichtungen. Das sind eindrucksvolle Zahlen. Aber Moment, die Verteidiger der Betriebswirtschaftslehre argumentieren für das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Gehalt und mit dem Status von BWL-Studierenden. Das war doch gerade der Ansatz, den wir im letzten Argument kritisiert haben. Vielleicht ist das Argument, dass die aktuelle Betriebswirtschaftslehre ein wenig zu stark auf den rein gewinnorientierten Homo economicus abhebt, doch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Mich würde interessieren, sind Absolventen oder auch Studenten der Betriebswirtschaftslehre glücklicher als andere Studierende? Sind die Absolventen mit weniger psychischen Problemen belastet? Sind sie zufriedener in ihrem Leben? Wechseln sie häufiger das Berufsfeld, als das vielleicht bei anderen Studiengängen der Fall ist? Wählen Menschen, die nach Glück, nach Sinn, nach einem umfassend erfüllten Leben streben, häufig Betriebswirtschaftslehre als Studienfach? Wie groß ist der Anteil an Engagierten, nachdenklichen, kreativen, eigensinnigen, energiegeladenen jungen Menschen, die unsere Zukunft bestimmen werden, an den Studierenden der Betriebswirtschaftslehre? Wenn ich mir meine eigenen Studierenden anschaue, das sind fast immer wirklich freundliche Menschen. Mit den allermeisten meiner Studierenden arbeite ich richtig gerne zusammen. Aber kreativ, nachdenklich, engagiert, energiegeladen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Beschreibung wirklich auf das Gros der BWL-Studierenden zutrifft. Wenn Studierende der Betriebswirtschaftslehre besonders erfolgreich sind, dann kann das an den Inhalten liegen. Es kann aber auch ein Selektionseffekt sein. Menschen, die sich für ein BWL-Studium entscheiden und die ein BWL-Studium erfolgreich durchlaufen, haben möglicherweise bestimmte Eigenschaften und diese Eigenschaften werden von Unternehmen oder auch Verwaltungen geschätzt und diese stellen dann gerne Absolventen der Betriebswirtschaftslehre ein und honorieren sie auch entsprechend gut. Kritiker der Betriebswirtschaftslehre vermuten, dass zu diesen Eigenschaften auch Anpassungsfähigkeit und Bulimie-Lernen gehören.
Das mit rund 60% am weitesten verbreitete Lehrbuch der Betriebswirtschaftslehre ist der Wöhr. 1960 zum ersten Mal erschienen. Der Wöhr hat einen großen Teil des Stoffes als Definitionen und als Gliederung. Also die Produktionsfaktoren gliedern sich in erstens, zweitens, drittens. Diesen Stoff kann man kleinteilig aufarbeiten, kann man auf Lernkarteikarten schreiben, kann man kleinteilig lernen und in Multiple-Choice-Klausuren abfragen. Wer eine große Menge von dieser Art von Stoff problemlos sich einverleibt, der hat gewisse Eigenschaften und möglicherweise sind es diese Eigenschaften, die Unternehmen und Verwaltungen besonders schätzen. Wie auch immer, der Staat spielt hier gerne mit. Betriebswirtschaftslehre gehört neben Jura zu den Fächern, die die geringsten Ausbildungskosten pro Student produzieren. Kritiker allerdings beklagen, dass Studierende in diesen Jahren ganz andere Dinge hätten tun oder vielleicht auch Sinnvolles hätten lernen können. Die Verteidiger der Betriebswirtschaftslehre schreiben auf Seite 39, es reicht nicht mehr, traditionelle betriebswirtschaftliche Modelle und Konzepte anwenden zu lernen, das, was manchmal abschätzig als Wöhr-BWL beschrieben wird. Man muss sie vielmehr verstehen und ihre Annahmen und die dahinterliegenden Theorien kennen. Ja, so ist das. Und die 100.000-Euro-Frage ist nun, bereitet das aktuelle BWL-Studium genau darauf vor? Eine sichere Antwort auf die Frage, ob die aktuelle BWL das Verstehen von Theorien und das Reflektieren von Annahmen befördert, würde ich mir nicht zutrauen, hätte aber tatsächlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch den ein oder anderen leisen Zweifel. Schließlich, sind BWL-Studierende wirklich dermaßen erfolgreich? Ja, rund die Hälfte der Vorstände und Aufsichtsräte von DAX-Unternehmen hat BWL studiert. Aber es gibt ja nicht allzu viele Studiengänge, die auf eine Managementkarriere hinleiten. Altphilologen, Grundschullehrer und Kirchenmusiker gehören etwa nicht dazu. Wenn man sich also nur die Studiengänge anschaut, die auf eine Managementkarriere hinführen, sind dann die BWL-Studierenden wirklich dermaßen überproportional dort vertreten? Das müsste man mal ausrechnen. Drittens, das Verhältnis von Theorie und Praxis. Worum geht es da eigentlich? Soll die theoretische Ausbildung stärker auf die Praxis vorbereiten? Sollen Theorien mehr praktische Probleme lösen? Oder geht es einfach darum, in der Lehre mehr praktische Beispiele einzupflegen? In diesem Buch scheint das Letzte der Fall zu sein. Wenn das die Argumentation ist, dass der eher abstrakte Stoff mit mehr Geschichten aus der Praxis angereichert werden soll, dann sind natürlich die Hochschulen dafür gut geeignet. Man muss 3 Jahre Betriebspraxis, also Praxis außerhalb der Hochschule, mitbringen, wenn man Professor an einer Hochschule werden möchte. Und viele der Kollegen haben deutlich mehr als 3 Jahre Praxis. Zudem sind viele Hochschullehrer der Betriebswirtschaftslehre noch nebenbei als Berater oder in anderen Funktionen in der Praxis tätig. Also Geschichten aus der Praxis sind an der Hochschule keine Mangelware. Universitätsprofessoren bringen diese Praxis häufig nicht mit, können sie auch nicht mitbringen, denn wenn man die Veröffentlichungen schreiben möchte, die nun einmal notwendig sind, um eine Professur an einer Universität zu bekommen, dann hat man schlicht und einfach nicht mehr die Zeit, auch noch einen Ausflug in die Praxis zu unternehmen. In den 5 Thesen zur Zukunft der universitären Betriebswirtschaftslehre in diesem Buch fordern die Autoren, dass Lehrende aktive Forscher sein sollen. Über die Praxis schreiben sie in diesen 5 Thesen kein Wort. Aber in der Tat, dass an der Universität die Lehrenden aktive Forscher sein sollen, das würde ich auch unterstreichen. Universitäten sollen richtig gute Theorie vermitteln. Und dafür ist eine Aktivität in der Forschung auf jeden Fall Voraussetzung. Unsinnig wäre es auf jeden Fall, diese Theorie-Praxis-Diskussion dahingehend zu führen, dass die Hochschulen stärker theorieorientiert arbeiten sollten und die Universitäten sich eher auf die Praxis beziehen möchten, sodass wir am Ende ein graues Niemandsland haben, in dem eigentlich keine Institution mehr wirklich handfeste Praxis
unterrichten kann und keine Institution mehr in der Lage ist, saubere, gut durchdachte, reflektierte Theorien zu produzieren. Das würde sicher niemandem helfen. Über welche Praxis sprechen wir hier? Die Praxis von großen Unternehmen, von Konzernen oder auch von großen öffentlichen Verwaltungen. Diese Praxis ist gut erforscht und bildet sozusagen den Hintergrund der Betriebswirtschaftslehre. Wenn sich Wissenschaftler spezifisch mit dem Mittelstand oder mit der Gründung von Unternehmen beschäftigen, dann haben sie häufig eigene Lehrstühle, die dann eben auch als Lehrstühle für Mittelstandsforschung oder für Entrepreneurship bezeichnet werden, weil sie eben etwas anderes oder Varianten der aktuellen Betriebswirtschaftslehre dort erforschen und den Studierenden präsentieren. Schaut man sich aber die Praxis an, dann spielen dort natürlich der Mittelstand, Familienunternehmen, Neugründungen und Hidden Champions eine ganz große Rolle. Die Argumentation der Kritiker der BWL lautet nun, dass diese ebenfalls wichtigen Unternehmen und Organisationen nicht genug in der Forschung und der Ausbildung berücksichtigt werden. Darüber mag man sich ja streiten. Nach meiner Beobachtung gibt es in diesem Bereich dermaßen viel Forschung, dass es wohl kaum jemanden gibt, der in der kompletten Breite einen detaillierten Überblick noch darüber hat, was dort im Einzelnen geforscht wird. Vergessen hat die akademische Betriebswirtschaftslehre den Mittelstand, die Neugründungen und die Hidden Champions auf keinen Fall. Etwas eigentümlich ist die Behauptung der Verteidiger der Betriebswirtschaftslehre, nur mit wissenschaftlicher akademischer Betriebswirtschaftslehre könne man erfolgreich wirtschaften. Zitat Seite 104. Zwar kann es durchaus gelingen, im Berufsalltag der Unternehmenspraxis ohne wissenschaftliches Denken betriebswirtschaftliche Fragen im Einzelfall gut zu lösen. Die Folgerung, ohne eine forschungsorientierte Ausbildung ginge dies aus, ist aber trügerisch. Denn jede betriebswirtschaftliche Fragestellung muss in ihren eigenen unternehmensbezogenen wie gesellschaftlichen Kontext gesetzt werden. Und weiter, dabei helfen auch die Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Bei allem Respekt vor der akademischen Betriebswirtschaftslehre, nein, ich glaube nicht, dass allzu viele Betriebswirte, auch akademisch ausgebildete Betriebswirte, nach ihrem Studium noch in wissenschaftliche Zeitschriften sehen. Nach meiner Erfahrung fällt es vielen Studierenden der Betriebswirtschaftslehre bereits ausgesprochen schwer, wissenschaftliche Aufsätze zu verstehen, geschweige denn kritisch zu hinterfragen und in einen Kontext zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Thinktanks in den Konzernen und den Unternehmensberatungen, in denen promovierte Betriebswirte die aktuelle wissenschaftliche Literatur rezipieren. Aber das ist dann doch wieder Wasser auf die Mühlen des Argumentes, dass die Betriebswirtschaftslehre sich hauptsächlich um Konzerne und Unternehmensberatungen kümmern mag und den großen Teil der anderen Wirtschaft erstmal ausblendet. Und so sehr ich auch die akademische Ausbildung schätze, eine Reihe von richtig guten Managern hatten keine oder nur eine sehr rudimentäre BWL-Ausbildung. Steve Jobs, Dieter Zetsche, Reinhold Wirth oder Götz Werner haben nicht Betriebswirtschaftslehre studiert, haben zum Teil sogar überhaupt nicht studiert. Gut. Und ich vermute, dass eine ganze Reihe von Entscheidungen und Handlungen von Betriebswirten in Unternehmen eher darauf zurückzuführen sind, wie man das in den Unternehmen halt so tut, wie man hier Probleme löst und Entscheidungen fällt und nicht unbedingt einen ganz starken Bezug zu dem haben, was man ihnen in der betriebswirtschaftlichen akademischen Ausbildung beigebracht hat. Auch der Fakt, der von den Verteidigern der Betriebswirtschaftslehre selbst angeführt wird und den ich nur bestätigen kann, dass nämlich eine ganze Reihe von richtig guten BWL-Professoren selbst nicht Betriebswirtschaftslehre studiert haben, lässt nicht unbedingt auf die zwingende Notwendigkeit einer breiten BWL-Ausbildung schließen. Aus alledem kann man aber nun nicht schließen, die akademische Betriebswirtschaftslehre sei überflüssig. Vielleicht ein Beispiel aus meinem Bereich. Ich unterrichte häufig Führungstheorien und stelle dann die Modelle von Max Weber, Kurt Lewin, Abraham Maslow
und so weiter vor, bis ich zu den heutigen Ansätzen komme. Aber wie stehen diese Theorien eigentlich zueinander? Ist das eine Entwicklung im Sinne, dass Levin mehr und weiter gesehen hat und besser war als Max Weber? Und wenn ja, nach welchem Maßstab kann man die Güte solcher Modelle dann bewerten? Oder hatte einfach jede Zeit ihre Modelle und Max Webers Ansatz war für seine Zeit der angemessene, so wie Kurt Lewins für seine Zeit der angemessene Ansatz war? Oder hat die Praxis recht, die sich je nach Situation aus der einen, der anderen und noch einer Theorie die Bausteine heraussucht, die für die entsprechende Situation einfach sinnvoll erscheinen? Soweit ich mich erinnere, habe ich in den Lehrbüchern, die von Universitätsprofessoren geschrieben sind, darüber nicht allzu viel gefunden. Und vorhin habe ich bereits erwähnt, dass meiner Ansicht nach die Frage des Zieles von Wirtschaften, das Verhältnis von Gewinn und Nachhaltigkeit und Purpose, möglicherweise doch eine etwas stärkere theoretische Tieferlegung durchaus vertragen könnte. Mal ganz unvorsichtig gefragt, könnte es sein, dass eines der Probleme der aktuellen Betriebswirtschaftslehre weniger daran liegt, dass sie zu wenig Praxis hat und stärker daran liegt, dass sie nicht theoretisch reflektiert genug ausgerichtet ist? Vielleicht liege ich völlig falsch, einfach ein Gedanke. Fazit: Die reine Gewinnorientierung mancher Ansätze der Betriebswirtschaftslehre wird aktuell in Frage gestellt an Hochschulen etwa, die durch die Anthroposophie gekennzeichnet sind, durch die Diskussion um Nachhaltigkeit innerhalb der Betriebswirtschaftslehre, auch durch Impulse wie etwa aus der Achtsamkeit oder aus der Benediktinerregel. Ich denke, diese Impulse wären zu stärken, aufzunehmen und konzeptionell zu verarbeiten. Dann könnte es vielleicht auch stärker gelingen, wirklich eigenständige Köpfe für das Studium der Betriebswirtschaftslehre zu gewinnen. Die wissenschaftliche, theorieorientierte Betriebswirtschaftslehre hat meiner bescheidenen Einschätzung nach durchaus noch einige Aufgaben vor sich. Würde ich einem jungen Menschen empfehlen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren? Ich denke, ein wenig betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind auf jeden Fall notwendig. In den Betrieben arbeiten eben bereits jetzt viele Betriebswirte und es ist sicher notwendig, dort anschlussfähiges Wissen mitzubringen. Ansonsten würde ich aber die Entscheidung abhängig machen von dem, was ich eben besprochen habe, nämlich von der Frage, wie sich die Betriebswirtschaftslehre weiterentwickelt. Wenn Betriebswirtschaftslehre tatsächlich auf der Strecke ist zu einer reflektierten, nachhaltigen, zukunftsweisenden Sozialwissenschaft zu werden, dann ist Betriebswirtschaftslehre als Studium auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bleiben also zwei Punkte. Erstens, ja, die Betriebswirtschaftslehre hat Stärken und sie hat Schwächen und die weitere Entwicklung bleibt spannend. Und zweitens, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen und vielleicht finden Sie auf diesem Kanal noch weitere Videos, die Sie interessieren. Ich würde mich freuen, Sie bei Gelegenheit hier wiederzusehen. Bis dahin.